Hallo und herzlich willkommen zur Elektrotechnik mit Jan Jello. In diesem Video geht es um Magnetismus, genauer um magnetische Kreise und noch genauer um die Berechnung seiner Größen. Anhand einer Aufgabe möchte ich euch zeigen, wie man mit der Ähnlichkeit zwischen einem magnetischen und einem elektrischen Kreis magnetische Kreisgrößen berechnen kann. In diesem Fall sind insbesondere der magnetische Widerstand, der magnetische Fluss und die Flussdichte gesucht. Das ist die Aufgabe. Es geht um einen magnetischen Kreis, der durch zwei Luftspalte zweigeteilt ist und dessen Querschnitt zudem noch links und rechts unterschiedlich ist. Gesucht sind die magnetischen Widerstände, der magnetische Fluss und die Flussdichte. Bevor ich erkläre, wie man zur Lösung kommen kann, werde ich die Lösung erst einmal vorstellen. Gesucht ist zunächst der magnetische Widerstand des linken Eisenkerns, nennen wir ihn RME1. Er wächst mit der Länge des Weges, den die Feldlinien durchlaufen müssen, und sinkt, je größer die Permeabilität μ und je größer die Querschnittsfläche A des Eisenkerns. Die Permeabilität besteht aus der konstanten Größe μ0 mal der materialspezifischen Größe μr. μ0 ist 4π mal 10 hoch minus 7 Volt Sekunde durch Amperemeter. μr für den Eisenkern ist in der Aufgabe mit 2800 angegeben. Die Querschnittsfläche von 1000 Quadratmillimetern muss in Quadratmetern angegeben werden, daher die 10 hoch minus 6. Das war schon. Das Ergebnis ist 51.156 Ampere pro Voltsekunde. Zum Check schaut man sich einfach die Einheiten im Bruch an und schreibt nur noch das auf, was sich nicht wegkürzt. Mit derselben Formel berechnet man den magnetischen Widerstand des rechten Eisenkerns. Hier muss man lediglich den Querschnitt und die Länge anpassen. Material und μ0 bleibt ja dasselbe. Das Ergebnis ist hier 57.518 Ampere pro Voltsekunde. Die Formel ändert sich nicht, wenn man den Widerstand der Luftspalte berechnet. Man muss lediglich wissen, dass μr für Luft gleich 1 ist. Als Querschnittsfläche hat man die Wahl zwischen groß und klein. Hier nimmt man den kleineren Querschnitt, weil dieser im Nenner steht, und damit den größeren Widerstandswert liefert. Dadurch hat man den ungünstigsten Fall betrachtet, nach dem Motto, schlimmer wird's nimmer. Das Ergebnis für beide Luftspalte zusammen lautet hier 568.410 Ampere pro Voltsekunde. Ein extrem hoher Widerstand, obwohl der einzelne Luftspalt nur 3 Zehntel Millimeter dick ist. Gesucht ist der magnetische Fluss Phi. Die Formel ist ähnlich dem Ohmschen Gesetz, Durchflutung Theta durch den gesamten magnetischen Widerstand. Theta wiederum ist die Anzahl der Ströme durch die Fläche des magnetischen Kreises, also einfach Windungszahl N mal Strom I. Teilt man dieses Produkt durch die Summe aller Widerstände, erhält man den magnetischen Fluss Phi von 1,182 Milliweber. Die Flussdichte ist, wie der Name schon sagt, Fluss geteilt durch die jeweilige Querschnittsfläche. Weil wir zwei verschiedene Querschnitte haben, gibt es auch zwei verschiedene Flussdichten. Links ist B 1,182 Volt Sekunde pro Quadratmeter oder auch 1,182 Tesla. Rechts sind es 1,407 Tesla. So, das war die Kurzform der Lösung. Im Rest des Videos zeige ich euch das Konzept, das dahinter steht. Zunächst vergleiche ich den magnetischen Kreis mit einem elektrischen Kreis. Die Spule erzeugt das magnetische Feld im Eisenkern und damit magnetische Feldlinien. Die Feldlinien bezeichnet man auch als magnetischen Fluss. Stellt euch dazu einfach ein Bündel von Feldlinien vor und nennt sie magnetischer Fluss. Wenn dieser Fluss also von der Spule erzeugt wird, muss die Spule in einem elektrischen Schaltkreis einer Stromquelle entsprechen. Und die Feldlinien, also der Fluss, entspricht in einem elektrischen Stromkreis dem Strom. Hier gibt es zwei Eselsbrücken, mit denen man sich diese Zuordnung merken kann. Erstens, im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet man einen Fluss auch als Strom. Der magnetische Fluss entspricht ja dem elektrischen Strom. Zweitens, das Formelzeichen I für den Strom findet sich im griechischen Buchstaben Phi wieder. I entspricht also Phi. Wie der Strom I im Stromkreis, so muss auch der Fluss Phi einen Widerstand im Eisenkern und in den Luftspalten überwinden.
Die Luftspalte stellen einen besonders großen Widerstand für die magnetischen Feldlinien dar. Die Feldlinien legen sich viel lieber in Eisen hinein. Der Eisenkern ist deshalb ein eher kleiner magnetischer Widerstand. Man berechnet den gesamten magnetischen Widerstand, wie man das auch in einer elektrischen Reihenschaltung machen würde, indem man die einzelnen Widerstände addiert. Wir haben da die beiden Eisenkerne mit unterschiedlichem Querschnitt und die beiden Luftspalte. Bleibt nur noch die Frage, wie man einen einzelnen dieser magnetischen Widerstände berechnet. Widerstand ist das Gegenteil von Durchlässigkeit. Die Permeabilität μ ist ein Maß für die Durchlässigkeit des Materials gegenüber den Feldlinien. μ besteht aus einem konstanten μ0 und einem materialabhängigen μr. Je größer dieses μr des Materials ist, desto eher wandern die Feldlinien durch das Material statt durch Luft. Umso kleiner ist der Widerstand für sie. Darum heißt μ auch Durchwanderbarkeit, bloß auf Lateinisch, also Permeabilität. Fazit ist jedenfalls, der magnetische Widerstand ist also umgekehrt proportional zur Permeabilität. Analog dazu ist übrigens der elektrische Widerstand umgekehrt proportional zur Leitfähigkeit Kappa. Außer dem Material gibt es noch zwei weitere Größen, die den Widerstand beeinflussen. Das ist die Weglänge, den die Feldlinien durchlaufen müssen, und die Querschnittsfläche des Eisenkerns. Das ist ähnlich wie bei einem Gartenschlauch. Je größer der Querschnitt, umso mehr Wasser kann fließen, beziehungsweise umso größer ist der magnetische Fluss. Rm ist also auch umgekehrt proportional zu A. Das gilt genauso für den elektrischen Widerstand. Das Einzige, was den Widerstand erhöht, ist die Weglänge L. Je mehr Material die Feldlinien durchlaufen müssen, umso schwächer sind sie ausgeprägt. In der Formel für den Widerstand muss die Weglänge L der Feldlinien daher in den Zähler. Gleiches gilt für den elektrischen Strom. Je länger der Draht, umso mehr Widerstand bietet sich den durchströmenden elektrischen Ladungen. Damit wir einfacher rechnen können, skizziere ich schon mal unseren zweiteiligen Eisenkern und seine elektrische Ersatzschaltung. Die Spule entspricht der Quelle des magnetischen Flusses, vergleichbar mit einer Stromquelle. Die beiden Eisenkerne und die beiden Luftspalte entsprechen den Widerständen. Die Feldlinien, also der Fluss Phi, entspricht dem elektrischen Strom I. Soweit erstmal meine Berechnung zu einem magnetischen Kreis. Dieses Video ist übrigens eine Art Premiere, weil ich euch zuerst die Lösung in Kurzform und dann erst das Konzept dazu präsentiert habe. War das eurer Meinung nach in Ordnung oder sollte ich die Lösung erst am Ende präsentieren? Würde mich über einen Kommentar dazu freuen. Naja, und wenn euch das Video auch so etwas gebracht hat, natürlich auch über einen Daumen nach oben. Und euch noch viel Erfolg beim Lernen. Ciao!